Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan OWL Teuton. Ja, ihr seht's, das ist mein Kampfdeck hier, ganz aktuell. Mit dem kämpfe ich unheimlich gerne, aber was ich hier bei Clash Royale wirklich gut finde, guckt euch das mal an. 24 Tage noch den Duo-Kampf und den nutze ich natürlich ohne Ende, weil der macht mir die Kron-Truhe voll und der macht mir auch die Clan-Truhe voll. Wir schnorren uns im Moment hier die Kobold-Gang zusammen. Also wirklich, wirklich schöne Sachen. Aber bevor ich loslege, wollte ich euch ein Fight zeigen hier. Das ist der hier vom Final. Den habe ich heute schon mal gesehen mit einem Kollegen von mir. Und ich habe gedacht, ey, was ist das denn? Was macht der Final hier? Und aber schaut euch das mal an hier. Denn der Final hat hier unten eine ganze Menge Zauber. Schmeißt schon mal sein Fries hier irgendwie weg. Und was macht der da jetzt? Der ignoriert hier erstmal alles, was da ankommt. Ja, da wird überhaupt nicht gedefft. Null. Das macht nur der Turm. Und jetzt guck mal, was er macht hier rechts. Also das habe ich noch nicht gesehen. Klon und Wut. Ja, da bist du als Gegner so fertig. Als ich das erste Mal gesehen habe, ihr habt es ja schon gesehen, das ist schon 32 Mal geguckt worden hier. Also, geht's noch, Final? Ja gut, das kannst du nicht immer bringen, aber der war wirklich, wirklich, wirklich krass hier und ja, schönes Ding. Also ich habe das auch noch nie in der Form so gesehen. Aber wir wollen hier ja ein bisschen clashen. Ich hatte ja gesagt, dass der Duo-Kampf hier, denke ich mal, richtig gut ist und ich nehme ja das erste Mal vor allen Dingen am Mobile Device auf hier. Ich hoffe, das gefällt euch und das kommt gut rüber hier. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Auflösung hier. Es ist ein kleines bisschen breiter. Ich musste also rechts und links so ein bisschen mein Overlay hier anpassen, dass die Breite hier auch reingeht. Dann öffnen wir hier eben mal die billigen Truhen hier. Okay. Ja, da ist jetzt auch nie... Oh, 15 von den Fledermäusen. Ihr seht sie, ich habe die Fledermäuse schon auf Level 6. Die gab es ja im Shop zu kaufen und da habe ich zugegriffen, muss ich dazu sagen. Beziehungsweise, nee, die gab es nicht im Shop. Die gab es in einem Event. Die gab es, glaube ich, in einem Event. Und ja, ich denke mal, kurze Rede, langer Sinn oder andersrum. Wir machen das schnelle Spiel. Ich mag die schnellen Spiele hier. Denn mit anderen zu clashen, das macht sowas von Laune. Das gibt's gar nicht, weil du kennst dich nicht. Du kennst des Gegners Karten nicht und versuchst dich da, ja, okay, so ein bisschen anzupassen. Ja, also der erste Angriff geht, ja, in der Regel, geht er in die Dutten, der erste Angriff, es sei denn, ich ziehe hier jetzt gleich meinen Golem und er zieht jetzt sofort seinen Skeletttypen da. Boah. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus für uns. Oh, wenn er die jetzt noch klont, ey. Nee, lass mal. Komm, ich baue mal ein bisschen schon mal für die Defense auf. Ich denke, der Golem macht schon mal ein bisschen Schaden, jawohl. Oh, der ist sogar noch ganz, der Golem. Schade, dass er da jetzt gar nichts hinterher schickt, sondern nur meine kleinen Skellies hier irgendwas machen. Okay, da kommt er jetzt doch mal mit der Valkyre. Aber die Golems sind da hinten immer noch am Turm. Und 241, ja, kein Thema. Kein Thema, hier werden wir verteidigen. Das ist überhaupt kein Ding hier. So, was hat er jetzt? Er hat jetzt ein bisschen noch, ja, die auch ein bisschen außer Luft ein bisschen was machen. Aber das sieht noch ganz gut aus hier an der Stelle. Jetzt müssen wir doch mal mit der Skelettarmee hier reinkommen. Und er haut dann Wut drauf. okay, das ist natürlich gar nichts an der Stelle. Und ich denke mal, der Turm ist jetzt schon mal unser hier. Wunderbar, ich sag ja, ah nee, doch nicht. Oh, Mensch, gibt's ja gar nicht. Ja, dann müssen wir mal hier unseren Turm hinpflanzen und er hat da den Henker. Das ist auch nicht schlecht, der Turm ist zwar sofort weg, aber der Megalakai, der macht ja gar nichts. Ne? Jetzt zieht er schon mal sein Riesenskelett vor. Okay, pass mal auf, zweimal Henker hintereinander. Das ist auch richtig krass. Die Kombi habe ich schon mal gehabt mit jemandem. Und ja, da ist der Turm jetzt schon mal Geschichte. Dann ziehen wir hier mal Luft hinterher. Nee, wieso ist denn der Turm immer noch nicht Geschichte? Sag mal, was ist denn da los?
Mann, 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 ey. Der Gegner wehrt sich hier noch vehement, aber wir gucken mal, was unser Ding hier am Crown Tower macht. Okay, der macht noch gar nicht so viel. Dann kontern wir hier jetzt nochmal mit unserem Goli und mit der Kobold-Gang, die hoffentlich jetzt die Lakaien wegmachen. Ja, das machen sie. Super Sache. Ja, dann war es das jetzt auch schon mal für seinen Turm hier. Und wir pflanzen hier jetzt mal unseren Grabstein hin, dass seine Truppen in jedem Fall immer schön auf den Grabstein gehen müssen. Ja, also auf der Ecke hier können wir richtig gut verteidigen, denke ich mal. Und er kommt jetzt auf der anderen Seite. Ja, da klont er sein. Ja, ich sag ja, man versteht sich hier. Man versteht sich hier in diesen Duo-Kämpfen. Und es ist wirklich, wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Da haben wir den zweiten Turm sogar gekriegt. Und echt super gewonnen. Das macht mir so Laune hier. Ja, vielen Dank, Montale. Ich hoffe, du guckst mein Video. Ist mir aber auch letztendlich egal. Denn ja, wir stürzen gleich in den neuen Duo-Kampf. Denn ich würde echt gerne die Truhe hier voll haben. In einer Folge hier. Das ist mir auch noch nie gelungen. Also wie gesagt, man verliert hier keine Pokis. Man macht seine Krontruhe voll. Okay. Boah, das ist schon schnittig. Ja. Ja, das passt, Destro. Das passt, Destro. Absolut. Auch wie du reinkommst, ist das schon mal nicht schlecht. Es ist an der Stelle etwas suboptimal hier gewesen. Denn hier, wir können ganz sicherlich ein bisschen kontern hier. Und da gucken wir mal. Da geht jetzt nämlich der Blasrohr-Kobold schön schon mal auf den Megalakaien. Jetzt hat er hier ein Holz, okay. Aber alles noch entspannt. Und ich denke, wir wissen jetzt schon so ein bisschen, wie unsere Truppen hier ticken. Okay, da setzt er seine Kobis. Die gehen schon mal gut durch. Ich warte jetzt mal auf meinen Golem. Denn er schickt da auch einen Golem rein. Und ich würde sagen, wir ziehen hier direkt vorne, richtig vorne, mal den Golem. So, mal gucken, der Sepp hier. Ja, der sitzt noch. Ja, der Sepp sitzt. Der Sepp sitzt. Unser Golem geht in jedem Fall, denke ich mal, durch. Er hat da zwar jetzt ein paar Skellies am Mann, aber mal schauen, ob wir hier nicht mit dem... Oh nee, keine Karte ausgewählt. Nein, jetzt geht er. Doch, der geht doch dahin. Zu dem kleinen Turm. Dann hauen wir hier nochmal unsere Skelettarmee hin, denn sein Holz ist durch. Ich hoffe nicht, dass er da durchkommt. Nee, da kommt er nicht durch. Mit den Sachen geht's einfach nicht. Oh doch, er kriegt unseren Turm. Mist, ey. Oh. Eieieiei. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen leicht in der Bredouille. Denn dort hat auch einer einen Klonzauber. Das verlieren wir. Das ist verloren. Ja. So schnell kann es aber gehen. Ja, ja, lach du ruhig. Hast du gut gemacht. Da sagen wir auch danke. Und nicht schlecht. Ja, tolle Wurst hier. Ah, immer noch 6 von 10. Weiter, Duo-Kampf, schnelles Spiel hier, Freunde einladen. Ja, da muss ja jemand dann von uns online sein, beziehungsweise ich kann auch welche über Facebook einladen, aber ich habe das Spiel noch nicht mit Facebook gekoppelt und deswegen kenne ich natürlich da an der Stelle überhaupt niemanden. Was hat mein Mate hier? Okay, Flunky Queen habe ich gesehen oder Bogenschützenkönigin heißt sie, glaube ich, oder Prinzessin. Prinzessin. Ich bin ja ganz, ganz Clash of Clans. Lass dich hier an der Stelle. So, dann hauen wir die hier mal rein. Und okay, da hat er ein Holz. Ja, das macht uns nicht ganz so viel. Da seppt er jetzt zwar, aber erreicht er den Turm? Ich denke mal, er erreicht ihn nicht. Deswegen hauen wir hier auch gleich unseren Golem hinterher. Denn wir haben jetzt richtig Truppen in der Backhand hier. Die hier so ein bisschen was reißen können. Einmal hier reingeseppt kurz. Na komm. Prinzessin raus. Oh, die ist viel zu weit hinten. Die Prinzessin ist viel zu weit hinten. Naja. Aber wir machen so ein paar Hits an seinem Turm. Da kommt sein Holz noch. Jawohl. Das sieht gut aus. Da geht noch was. Und gucken wir mal. Oh, was macht er denn jetzt wieder? Schon wieder diesen Mist hier. Jetzt setze ich mal doch den Henker hier. Denn ich glaube, die Skelettarmee hätte an der Stelle jetzt nicht überlebt. Weil der Henker doch ziemlich stark ist hier. Ja, der macht natürlich dann auch nicht viel. Also der Henker war die richtige Wahl, glaube ich, an der Stelle. Ja, da holt er jetzt schon sein Kampfholz. Und wir ziehen hier mit dem Flunky und Drachenbaby hinterher. Ja, Kollege, das ist doch dein Turm. Das war's für dich hier, oder? Ah nee, das ist... Oh, Donnerwetter.
Was hat er denn da gemacht? Alter, was hat denn der da gemacht? Was hat er denn da gemacht? Mann, 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 Mann. So, jetzt müssen wir aber so ein bisschen links an den Turm kommen. Wie auch immer. Okay, dann ich sorge ein bisschen für die Verteidigung. Anders geht's einfach nicht. Holz hinterher, das hat er gerade gemacht. Und der Gegner holt den Prinzen hier raus. Okay, die gehen aber jetzt noch auf den Prinzen und auch auf den Holzfäller. Der Henker hier, ja, ich denke mal, der Henker hält noch. Na, hält er noch? Ne, hält nicht mehr. Da kommt jetzt zwar ein Wut, aber mehr als der Wut kommt auch nicht. Jetzt habe ich vorne zwei Drachen. Zwei Drachen vorne. Und die müssen den Turm jetzt einfach schaffen. Hier. Komm, macht mal den Turm jetzt da weg. Nein, machen die immer noch nicht. Okay, dann muss es jetzt in den letzten 22 Sekunden einfach der hier reißen, weil er holt unter Umständen jetzt bei uns auch den Turm. Jetzt holen wir uns auch den Turm. Nein, er holt sich den Turm nicht. Oh, 47, guckt euch das an. Na, was ist das denn hier rechts? Nein, 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 nein. Alter, was für eine Scheiße. Und jetzt kommt er da nur mit der Queen, ey. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig an der Stelle. Glaube ich zumindest. Ja, das war zu wenig. Ja, okay, die Duo-Kämpfe sind doch nicht so schön hier. Ich will mal noch sehen, dass ich jetzt vielleicht in den Solo-Kämpfen hier was reinkriege. Mann, doof. Naja, aber ihr seht, ich bin hier in Clash of Clans. In Clash Royale aktiv. Und, da kann ich nicht spenden. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon so ein bisschen was in die Truhe reingehauen. Denn ich hoffe, der Clan verlässt mich nicht. Nee, er entlässt mich nicht, weil ich letztes Mal nur einen gemacht habe, glaube ich. Das machen sie hier an der Stelle nicht. Dafür schon mal vielen Dank. Und wenn euch die Folge Clash Royale hier mit mir gefallen hat, das mache ich ja nicht oft. Aber ich bleibe hier am Ball, kämpfe auch weiter, bin nach wie vor in Arena 9, also ganz locker. Hab ganz nette Truppen am Start. Dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in weiteren Folgen mit mir, dem Toto. Bye, bye.